Hallo Leute, mein Name ist Sonsa See und willkommen zu einem weiteren Tag in Minecraft. Diese Folge beginnen wir gleich mit einem Timelapse hier an unserem großen Bergprojekt, denn ich denke, das wird uns heute ein wenig beschäftigen, so als Abwechslung zwischen all den Farmen und anderen technischen Projekten. So ein bisschen Entspannung muss auch sein. Nun, da der Berg rundum zugedeckt ist, können wir uns den Schwachstellen widmen. Das eine Problem ist das hier. Endermen, die nehmen Gras und Erdblöcke weg und es entstehen Löcher in unserem Berg. Momentan können wir nicht viel dagegen tun. Eine Option ist, wir stellen sicher, dass die ganze Gegend hier gut genug ausgeleuchtet ist, sodass keine Endermen spawnen. Oder es gibt auch ein Datapack, das verhindert, dass Enderman Blöcke aus der Umgebung aufheben können. Aber das ist ein Problem für die Zukunft, denn das Erste, was ich hier angehen möchte, ist hier dieser scharfe Übergang von Stein zu Gras. Der ist ziemlich scharf. Und wir sehen das viel besser, wenn wir uns in die Lüfte erheben. Zum Beispiel auch hier haben wir eine ziemlich hohe Erdkante. Und wenn wir die Berge in der Natur anschauen, dann sehen wir, okay, da wo es Graserde hat, nicht so steil. Sobald es steil wird, wird es steinig. Und das andere, was wir hier beobachten, gerade Linie. Das sieht furchtbar aus. Das sind die nächsten Punkte, die ich angehen möchte. Und dann vielleicht auch hier die Steigung, die ist ziemlich gleichmäßig. Eine Ebene folgt der nächsten. Das sieht etwas unnatürlich aus. Aber so wie ich das hier angehen werde, ist, ich werde Layer über Layer platzieren, bis ich schlussendlich zufrieden bin. Und ich denke, ich fange mal damit an, den Stein etwas von oben nach unten zu ziehen, bis wir hier so in der Gegend sind, wo wir eine nicht allzu steile Steigung vorfinden. Ein paar wohl platzierte Blöcke weggenommen oder hinzugefügt und eine halbe Stunde später sieht das Ganze doch schon sehr viel natürlicher aus. Wenn wir hier etwas zurückfliegen. Ja, hier könnten wir noch etwas Hand anlegen. Ich denke, hier auf dieser Seite, was ja die Vorderseite ist, da sehen wir, ja, das ist so, wie wir es haben wollen. Vielleicht hier und da ein paar Grasblöcke vergessen. Wir wollen ja nicht, dass unter dem Stein quasi ja die Erde durchscheint. Ja. Und
das Ganze, der Stein wird sowieso noch mehr detailliert. Und ich denke auch hier unten, wo jetzt alles Gras ist, da werde ich noch etwas mit verschiedenen Erdarten arbeiten, um mehr Details reinzubringen. Nun aber habt ihr euch vielleicht gefragt, warum machen wir eine ganze Folge mit diesem Berg? Weil ich den Platz hier unten brauche. Denn hier unten kommen mehr Farmen rein als nur die Bone Meal Farm. Ich habe hier schon mal begonnen, etwas auszugraben. Ich habe auch die Materialien gebraucht. Und der Gedanke ist, dass hier kommen wir ein und das ist wie der Eingang in die griechische Unterwelt. Das heißt, wir werden hier runtergehen. Irgendwo in dieser Gegend wird es eine geheime Abzweigung geben darüber, aber der Hauptpfad wird weiter runtergehen. Da werden wir dann allerlei Gebäude haben, nicht unbedingt zweckmäßig. Und in dem Berg werden wir diverse Farmen haben. Und was ich als nächstes machen möchte, ist hier den Eingang etwas zu strukturieren, damit ich ein besseres Verständnis habe, wie das alles zusammenkommen soll. Der Eingang zu unserer Unterwelt ist nun etwas ausgeformt. Es geht hier gleich in die Tiefe von diesem Spalt in der Seite von unserem Berg. Und hier seht ihr, hat es einen kleinen Durchgang. Hier geht's dann wieder hoch zu unserer Bone Meal Farm. Und dieser Durchgang, der wird versteckt sein, vielleicht mit einer geheimen Tür. Mal schauen. Aber wenn wir hier weiter runtergehen, haben wir hier eine Plattform, denn wie erwähnt, ist das der Weg in die Unterwelt. Oder mehr konkreter in die griechische Unterwelt. Und auf dem Weg bewacht der dreiköpfige Höllenhund Kerberos den Pfad in die Unterwelt. Und hier in dieser Nische, da müssen wir diesen Höllenhund irgendwie reinbekommen. Aber der Pfad windet sich weiter hier nach unten, links rum und rechts rum. Und es wird ziemlich interessant werden, wie wir das mit der Beleuchtung machen. Momentan alles ziemlich hell, einfach um Mobspawns zu vermeiden. Und dann haben wir hier etwas Wasser. Und dies ist der Fluss, der die Oberwelt von der Unterwelt trennt, bekannt unter dem Namen Acheron oder auch Styx. Und um über diesen Fluss zu gelangen, mussten die Toten dem Fährmann Charon einen Obolus entrichten und er hat sie dann auf die andere Seite, welche wir da drüben noch ausgraben müssen, rüber gebotet. Und auf der anderen Seite ist dann effektiv das Reich der Toten. Was ich mir gedacht habe, ist der offene Pfad zu all unseren Farmen, die wir hier unter dem Berg platzieren, wird hier über diesen Tunnel gehen. Aber wie oben gesehen, wird es auch versteckte Seitenwege geben, die direkter
zu den Farmen führen. Aber man muss wissen, wo sie sind. Und damit bin ich am Ende von dieser Folge. Genug Bergbau betrieben. Und mal sehen, was die nächste Folge so für uns bereithält. Bin mir nicht sicher, wie lang das es dauert. Könnte sein, dass es mehr als eine Woche braucht, bis ich alles zusammen habe. Also bis dann und tschüss.